Wie sehen Sie denn die Ausgangsposition jetzt nach diesen ersten Ergebnissen? Ich kann es deswegen aus folgendem Grund nicht ganz einschätzen, weil es gibt ja mittlerweile 3 Exit-Polls. ORF 4%, ORF 4,5%, Servus TV hat schon von 5% berichtet. Woran das liegt, kann ich ja durchaus erklären. Die Bekennerquote zu Heinz-Christian Strache und zu seinem Team ist sicherlich nicht die höchste nach all dem, was da medial jetzt über ein Jahr lang passiert ist. Ja, diese Vorhaltungen, diese Negativberichterstattung aus irgendwelchen Geschichten, die hier konstruiert wurden, wo ja noch nie irgendetwas Konkretes rausgekommen ist. Das hat sicherlich Spuren hinterlassen und das hat dazu geführt, dass die Bekennerquote natürlich nicht die höchste ist. Wir warten jetzt wirklich auf die erste Hochrechnung mit den ersten validen Daten, auch mit Wahlkartenprognosen und dann wird man etwas deutlicher sehen. Seit Ibiza kommt Heinz-Christian Strache nicht mehr raus aus der Rolle des Opfers, in der er sich immer wieder ganz gerne sieht. Auch Sie haben das jetzt so eben angesprochen, irgendwie so, man muss abwarten, man darf ihn nicht vorverurteilen. Wäre es nicht langsam an der Zeit, vielleicht umzudenken, vielleicht auch zu überlegen, wenn das Wahlergebnis nicht wirklich signifikant besser wird in den ersten Hochrechnungen, im Endergebnis dann, dass es einen endgültigen Rücktritt aus der Politik bekannt gibt? Ja, für uns zählt jetzt einmal, dass wir den Einzug in den Wiener Gemeinderat schaffen. Und das hat er sich in Wahrheit verdient. Und ich habe es eh vorher gesagt, es ist ja nichts Konkretes da. Und dank Ihres Mediums, das muss ich an der Stelle erwähnen, ist es so, dass ja viel Aufdeckerarbeit geleistet wurde. Und es sind ja jetzt auch Transkripte von Ibiza da. Und da hat man ja eindrucksvoll gesehen, dass er ja zigfach jede Korruptionsfantasie abgelehnt hat. Aber leider haben sich nur sehr wenige Medien daran beteiligt, diese Aufklärungsarbeit auch in die Breite zu tragen. Also es ist wirklich so, Heinz-Christian Strache hat sich in Wahrheit dieses Comeback verdient. Und mit dieser Frage haben wir uns auch beschäftigt. Und für uns zählt nach wie vor der Einzug in den Wiener Gemeinderat. Aber mit was konkret hat er sich denn jetzt eigentlich den Einzug in den Gemeinderat in Ihren Augen verdient? Was hat er denn jetzt für Wien getan, wo Sie sagen, deswegen sollte er im Gemeinderat drinnen sitzen? Ich glaube, nicht jedem Wähler ist das momentan klar. Ja, ganz einfach, weil er nichts getan hat. Ja? Aber also weil er nichts getan hat, ist er eigentlich auch kein Grund, dass er es sich verdient hätte, oder? Naja, doch, weil er in Wahrheit den originalen Weg des HC Strache schon seit Jahren gefahren ist. Und die Wienerinnen und Wiener, die Österreicherinnen und Österreicher kennen ja diesen Weg. Und er hat in seinen politischen Schwerpunkten immer die Bevölkerung und auch die Republik an vorderste Stelle gestellt. Ja? Und er ist in Wahrheit unverzichtbar. Und da hoffen wir nach wie vor auf den Einzug in den Gemeinderat. Es gibt Parteien, die nicht einmal den Namen von Heinz-Christian Strache mehr in den Mund nehmen. Sie sprechen immer von dem anderen Kandidaten. Ja. Glauben Sie, dass eine Zusammenarbeit zwischen Parteien, die einen Kandidaten nicht einmal mehr mit dem Namen nennen, überhaupt möglich wäre, rein theoretisch? Naja, diese Kindesweggehung, die von der ehemaligen Partei betrieben wird, das kennen wir zu Genüge. Man muss ja den Namen auch nicht aussprechen. Mir ist es ja selbst so ergangen. Also auch mit dieser Frage haben wir uns auch überhaupt nicht beschäftigt. Jetzt war es einmal an der Zeit, ein Wählervotum zu erhalten. Wenn es sich ausgeht, dann sind wir wieder am Spielfeld und dann gilt es für die Wienerinnen und Wiener, Politik zu machen und nicht irgendwelche Fusionsfantasien jetzt einmal voranzutreiben. Man darf sich niemals Gesprächen verschließen, das ist auch die Rede des HC Strache. Ja, er hat sich noch nie irgendwelchen Gesprächen verschlossen, aber jetzt ist einmal der Wähler an Bord gewesen und wenn es sich ausgeht, dann sind wir am Spielfeld und das wird eine sehr spannende Zeit. Ihr Wunschergebnis? Naja, der Einzug in den Gemeinderat, ja. Und ein paar Prozentel halt jetzt noch mehr aufgrund der ersten, wie soll ich sagen, Trendanalyse.